Fünf Gegner treten gegeneinander an im Kampf um eine 10.000 Euro Rolex. Der die Hand am längsten auf der Uhr behält, gewinnt die Uhr. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zum fettesten, vermutlich fettesten Video, das wir jemals auf Maximilian gedreht haben. Denn heute kämpfen unsere fünf Bewerber. Bitte kommt herein. Grüß Gott, grüß Gott. Ja, das wäre noch ein bisschen besser. Um eine Rolex im Wert von 10.000 Euro. Das könnte die Uhr von einem von euch sein. Ganz nett, oder? Wer hätte gern? Haben wir fast gedacht. Willst du mal angreifen? So, diese Uhr wird zur Verfügung gestellt von unserem Partner für dieses Video, Social Swap. Ich habe mich mit Social Swap zusammengesetzt und habe mir gedacht, es soll nicht nur einen Rolex-Gewinner geben. Deswegen gibt es 500 limitierte Plätze. 500 von euch erhalten von Social Swap 25 Dollar in SST. Viele von euch wissen, beschäftige ich mich schon länger mit Kryptowährungen. Was mir aber bis dato nicht klar war, ist, dass ich nicht nur meine Kryptos, meine einzelnen Kryptowährungen holden kann, das heißt warten kann, bis der Wert steigt oder sinkt, um dementsprechend auszubezahlen oder einzubezahlen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, meine Kryptos in einem Pool Social Swap zur Verfügung zu stellen, der dezentralen Exchange zur Verfügung zu stellen, damit Kryptos untereinander getauscht werden. Und dafür sammle, farme ich SST. Bis zu 110% pro Jahr sind da möglich. Ich nutze diesen Service auf alle Fälle. Nice, Geld zur Verfügung stellen. Trotzdem habe ich immer wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, wenn euch das Ganze interessiert. Alles in der Infobox verlinkt. Das ist kein Hexenwerk. Innerhalb von 5 Minuten ist alles erledigt und ihr habt eure Wallet eingerichtet und könnt schon damit beginnen, euer erstes eigenes Kryptogeld zu verdienen. Folgt einfach den Schritten. Das ist kein Hexenwerk. Das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt und ihr seid auch schon dabei. Wir haben 5 Gegner aus unterschiedlichen Ländern und Ortschaften. Hi, ich bin Patrick, 21 Jahre alt, komme aus Kempten, bin hier, um die Uhr zu gewinnen und danach einen schönen Tag in Wien zu verbringen. Hallo, ich heiße Vanessa, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Niederösterreich und ich denke, ich werde die Uhr gewinnen, weil ich mich gegen den anderen durchsetzen werde. Ich bin der Marc, komme aus Klagenfurt, bin 20 Jahre alt und ich werde die Rolex gewinnen. Hallo, ich bin die Anna, ich bin 19 Jahre, ich komme aus Klagenfurt und bin die Freundin von Marc. Das war nicht mit Absicht. Die haben sich unabhängig voneinander beworben und haben beide das Glück gehabt, da mitzumachen. Ja. Servus, bin der Joachim aus Wien, bin 22 Jahre und die Rolex gefällt mir einfach extrem gut und ich glaube, sie wird extrem gut zu mir passen. Das ist ja kein Grund, warum du es kriegen wirst. Wenn sie passt, sie. Ah, er will die Rolex, weil es ihm gut gefällt. Na sicher, kannst du gleich wieder haben. Ihr seid ready, ihr wisst, was euch erwarten wird. Wir werden wahrscheinlich die Uhr berühren müssen und nicht auslassen. Absolut richtig. Diese Box wird in die Mitte gestellt. Nur 3 von 5 Bewerbern werden die Chance haben, hier bei dem Spiel mitzumachen. Die vorigen 2 Bewerber werden wir jetzt noch bei einer kurzen Challenge aussortieren. Wir müssen leider nach Hause gehen, gehen aber noch mit einem Preis nach Hause. Die Regeln sind klar. Der zuletzt die Hand auf der Rolex hat, bekommt diese Uhr. Es gibt kein Rauskaufen, es gibt kein Verhandeln, es gibt keine Absprachen untereinander. Sollten wir das mitbekommen, ist das ein Disqualifikationsgrund. Es gibt keine Klopausen, es gibt keine Essenspausen. Wer aufs WC muss, kann sich das eventuell durch eine Challenge erspielen oder sei ihm überlassen. Alle paar Stunden gibt es Challenges, um das Ganze nochmal ein bisschen schwerer zu machen. Das heißt, nur die Harten kommen in den Garten. Wir haben einen ausgebildeten Rettungssanitäter vor Ort. Das heißt, sollte irgendwas schief gehen, dann seid ihr in guten Händen. Ich habe irgendwann einmal so einen Kurs gemacht, also das war immer schon mal zusammen. Nein, wir haben natürlich einen Rettungssanitäter. Klo und WC sind da hinten. Essen und Trinken gibt es draußen. Kommt man natürlich nur hin, wenn man was macht. Richtig. Und das Handy nehmen wir euch natürlich auch noch weg. Top, praktisch. Zack, dankeschön. Freunde, jetzt wird's ernst. 5 von euch stehen da, aber nur 3 von euch schaffen es in diesem Raum. Wir werden jetzt kurz aussortieren. Wir haben 2 kurze Challenges vorbereitet. Keiner von euch geht aber mit leeren Händen aus. Das heißt, wenn ihr jetzt bei der Challenge ausfällt oder verkackt, dann dürft ihr nochmal in den Mut zum Hut greifen und euch eine Belohnung herausziehen. Es gibt 2 Kackpreise und es gibt 2 nice Preise. Worst Case, ihr scheidet jetzt schon aus, habt ultra weit nach Hause und auch noch einen Kackpreis bekommen. Es gibt natürlich auch nochmal was zu verlieren bei diesem Spiel. Ähnlich wie das auch bei Kryptowährungen der Fall ist, liebe Freunde. Es ist ein extrem volatiler Markt, das bedeutet, ihr könnt natürlich auch Geld verlieren. Das sei nochmal hier festgehalten. Wir beginnen mit der ersten Challenge. Jeder von euch nennt mir ein Rolex-Modell. Wer keins mehr weiß, ist draußen. Du beginnst. Submariner. Weißer Mojito. Datejust. Datejust. Daytona. Ja. Ja, sag's mal.
Weiß keiner mehr. Es hätte noch einige gegeben wie GMT Master, Sea Dweller, Sky Dweller. Du gehst aber nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern du kannst dir ein Ding aus dem Mut zum Wutruf ziehen. Eine Packung Süßigkeiten. Nein! Ei, eine Packung Süßigkeiten. Das war ein Scheißpreis, oder? Wir haben die leider schon gegessen, aber wir kaufen gerade eine neue. Gut, es wird spannend. Die nächste Frage. Wie viel Views hat der Kanal Maximilian zum Zeitpunkt 14.55 Uhr? Du darfst beginnen. Wie viele Views? Alle Videos zusammen. 10 Millionen. 15 Millionen. Am weitesten entfernt bist du tatsächlich mit Milliarden. Es sind 37,847761. Das heißt, Team Klagenfurt fährt leider nach Hause. Ah, es tut mir sehr, sehr leid, aber es sind noch zwei gute Preise drin. Ein Gutschein im Club VIP im Wert von 500 Euro. Okay, du bekommst einen Fortgegutschein im Wert von 500 Euro, Club VIP, der Hip-Hop-Club. Mhm. Dort kannst du mit deinen Freunden, wirst eingeladen und wir checken dir noch die Unterkunft dazu. Okay. Also kriegst quasi ein Partywochenende von uns. Ach, ich hoffe, das passt. Vielleicht nimmst du deinen Freund noch mit. Okay. Danke fürs Mitspielen. Sorry, nur drei können weiterkommen. Ihr könnt kurz mal aufatmen. Ihr habt jetzt noch 2 Minuten, um jegliche Dinge zu tun. Ihr könnt aufs Klo gehen, ihr könnt was trinken, was auch immer. Und dann legen wir los. Dann geht's schon rein und dann startet das Spiel. Ah, Gummibärle sind auch schon da. Bewerber sind leider weg. Die drei sind übergeblieben. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger rum. Bitte folgt mir zu unserem Gewinnort, zu unserer Rolex. Das ist the place to be. Ihr könnt euch jetzt mal rund um die Uhr aufstellen. Die Box werden wir währenddessen verschließen. Die Hand darf man dann wechseln. Ihr dürft die Hand wechseln. Es muss immer ein Körperteil die Uhr bzw. die Uhrenbox berühren. Wenn die Uhr, wenn die Hand weggeht oder irgendwas anderes von euch weggeht, ja, die Haare darfst du nicht drauflegen, dann seid ihr draußen. Wir haben überall Kameras montiert und wir werden das die ganze Zeit monitoren. Gut, dann würde ich sagen, wir quatschen nicht länger herum. Bitte alle ein Körperteil auf die Rolex. Das Spiel beginnt. Let's go! Jetzt wird es 3 Stunden lang nicht spannend, aber ich freue mich irgendwie trotzdem. Es schaut immer so spannend in den Videos aus, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich die ganze Zeit langweilig. Ich habe... Es haben sich schon viele beworben. Nein! Öfter draußen. Nein! Wechsel hin, war ein Spaß. Also Max, willst du sich zur Sicherheit nachschauen? Oh. Ja. Ja, der wird schon nicht weggenommen haben. Ich weiß es selber nicht. Okay, ja, dann schauen wir nach. Ah ja, dann müsste es irgendwo... Da können wir. Nein! Er ist raus! Nach 12 Minuten! Ja, Digga, welche Scheißteil? Nein! Nach 12 Minuten! Was? Okay, ja, sorry, Bro. Tut mir leid für dich, Deutschland ist raus. Sorry. Kein Problem. Gut, Leute, ja. Okay. So schnell kann es gehen. Nur mehr 2 Gegner im Spiel. Das wird jetzt natürlich spannend. Nochmal, ihr spielt um eine Rolex im Wert von 10.000 Euro. Einer von euch kann mit der Suche nach Hause gehen. 50-50. Schau, Freunde. Jetzt wird spannend. Die Freundin kann jetzt natürlich ein bisschen trösten. Aber soweit ich weiß, du hast Geburtstag. Ihr habt eine Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen von uns. Genießt den Geburtstag. Habt ganz viel Spaß in Wien. Vielleicht kommt man ja eh nicht so oft dazu. Ich lasse euch natürlich noch einmal in den Mut zum Hutrut greifen. Vielleicht musst du das machen. Da gibt es dann noch einen Preis für euch. VIP Package Electric Love. Okay, Gratulation. Ihr seid zum Electric Love Festival eingeladen. Ihr habt ein VIP Package gewonnen. Das bedeutet, ihr kriegt alle Getränke gratis. Ihr kriegt die VIP Karten gratis. Seid mit am Tisch gemeinsam mit Social Swap und könnt dann eine richtig fette Party feiern. Cool. Das ist euer Preis. Ich hoffe, das ist eine gute Entschädigung. Plus natürlich der Aufenthalt jetzt in Wien. Ja, ganz viel Spaß. Danke fürs Mitmachen. Ja, macht das gut. Wer geht mit der Uhr nach Hause? Geil, geil. Boah, so schnell lasst ihr die Hand nicht aus, gell? Nein. Vor allem nachdem das gerade passiert. Oh ja. So schnell kann man weg sein einfach. Ich habe meine 18 und gewinnst einmal eine Rolex. 10.000 Euro. Weißt du, wie lange ich für meine erste Rolex gearbeitet habe? Gar nicht, ich habe es frei abbekommen. Was ist denn damit passiert? Ja. Schon relativ lang, ich blende euch die Zeit mal da ein. Ich muss sagen, ich muss schon langsam aufs Klo, ich werde jetzt auch gleich gehen. Wie geht's euch so? Man spürt schon ein bisschen, dass man hier schon länger steht, ja? Aber ich halte durch. Wie geht's dir? Bei mir geht's auch noch so ein bisschen. Ein bisschen geht's noch? Oh ja, es geht schon noch, ja.
Also du hältst noch, würdest du sagen, ich halte das jetzt noch doppelt so lang durch oder noch dreimal so lang? So lange halt, wie es geht. So lange, wie es notwendig ist, genau. Oder? Aber eine Begleitperson wartet da noch draußen, Joshua. Du stehst da schon seit Anbeginn direkt vor der Tür und schaust zu, gell? Ja. Also du fieberst quasi mit und versuchst ein bisschen Kraft von da draußen zu spenden. Es sind jetzt schon 2,5 Stunden drauf. Das ist schon relativ lange. Was glaubst du, wie lange hält sie durch? Eh noch sehr lange. Eh noch sehr lange. Ist, ja. Bis der aufgibt. Ja. Also die will, dass der aufgibt, oder? Ja. Ich bin gespannt. Echt gespannt. Wir haben drüben schon Wetten abgeschlossen. Schauen wir mal rüber. Das ist unser Aufenthaltsort für all jene, die gerade nicht dabei sind. Leute, habt ihr eigentlich schon mal Vermutungen? Wer glaubt, dass sie gewinnt? Ich tippe auf das Mädel. Ich glaube auch. Die Vanessa heißt sie, glaube ich, gell? Ich tippe auf den Boy. Okay, auf den Joachim. Ich weiß nicht, ob sie gewinnt oder er gewinnt, es bleibt spannend. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer glaubt ihr, wird diese Challenge gewinnen? Ist es klar für die Zuseher, wie wir heißen? Ja. Weil du das gerade angesprochen hast. Joachim und Vanessa, oder? Johannes. Scheiße. Wir machen das Intro nochmal für ihn, wo er sagt, dass er Joachim heißt. Ja, das stimmt in deiner Aufnahme. Zeit vergangen. Euch ist vermutlich schon relativ langweilig, so wie ich das vernommen habe. Gell? Ja, ja. Wir haben uns gedacht, nach dieser langen Zeit werden wir das Ganze etwas spannender gestalten. Es wird Zeit für die erste Challenge. Dafür und natürlich auch als Augenweide für euch da draußen haben wir extra ein Challenge Girl heute, das die erste Challenge hier ankündigen wird. Das ist unsere Ava. Mit der Challenge Number One. Je öfter wir das machen, desto weniger cringe wird es vermutlich dann auch. Das ist Challenge Nummer 1 für die Schlinge unter euch. Das Instagram ist unten auch nochmal verlinkt. Die Dame werden wir aber heute sowieso noch ein paar Mal sehen. Angeblich habe ich da auch irgendwas von OnlyFans gehört. Okay, Freunde, Challenge Number One. Jetzt wird spannend. Ich habe es dir schon gesagt. Willst du sagen, was die erste Challenge ist? Nein, noch nicht. Okay. Kennst du das Spiel, ich packe meinen Koffer? Ja. Okay, das spielen wir. Ihr beginnt einfach, oder du darfst beginnen mit, ich packe meinen Koffer, dann sagst du, was du mitnimmst, du musst wiederholen, was sie mitnimmt, einen Gegenstand hinzufügen und das machen wir so lange, bis der Erste einen Fehler macht. Und dann verrate ich euch, was es zu gewinnen gibt. Without further ado, liebe Freunde, würde ich sagen, Vanessa, du darfst beginnen. Ich packe meinen Koffer und packe meine Hose ein. Ich packe meinen Koffer und packe meine Hose ein und eine Rolex. Ich packe meinen Koffer und packe eine Hose, eine Rolex und eine Sonnenbrille. Ich packe meine Koffer und nehme mit eine Hose, Rolex, Sonnenbrille und auch ein Badetuch. Ich packe meinen Koffer und packe eine Hose, eine Rolex, eine Sonnenbrille, ein Badetuch und ein Ladekabel. Ich packe meine Koffer und nehme mit eine Hose, eine Rolex, eine Sonnenbrille, ein Badetuch, ein Ladekabel und auch Sneaker. Ich packe meinen Koffer und packe meine Hose, meine Rolex, meine Sonnenbrille, mein Badetuch, mein Ladekabel und ein Badetuch ein. Nein, das ist leider falsch. Die Sneaker wären es gewesen. Das bedeutet, die Challenge hast du gewonnen. Dein Gewinn ist, dass du für 25 Minuten dein Handy benutzt. Das gebe ich dir jetzt zurück. Und damit ist die Challenge 1 vorbei. Die nächste gibt es in 2 Stunden. Ja, du kannst dann alles weg, das Handy schon weg. Es ist schon langweilig, waren noch 6 Minuten. Ja, ich kann es auch wieder abgeben. Ich brauch's nicht so. Echt? Ja. Sie ganz gerne auch verwenden. Wenn ich meine Zeit abgeben darf. Was? Ja. Ist kein Problem. Okay. Das ist ja richtig Fairplay. Viel Spaß dabei. Danke. Perfekt. Nehmen wir ab. Zeit. Danke. Seht ihr bitte. Und natürlich auch unser schönes Challenge Girl, dann wird es natürlich Zeit für Challenge 2. Richtig! Die Challenge 2. Ich werde gleich im Vorhinein euren Gewinn verraten. Derjenige, der von euch gewinnt, bekommt 3 Minuten Zeit, die Box festzuhalten und egal was zu machen. Also, ihr könnt was trinken gehen, ihr könnt Liegestütz machen, ihr könnt aufs Klo gehen, ihr könnt was essen. Wir haben draußen auch schon eine Kleinigkeit. Haben wir schon eine Kleinigkeit vorbereitet? Yes, perfektes Timing. Ihr könnt es machen, was ihr wollt. 3 Minuten. Wer bei 3:01 nicht wieder die Hand an der Box hat, das war's. Die Challenge ist folgende. Ihr schaut euch gegenseitig in die Augen und wer als erstes lacht, hat verloren. Auf die Plätze, fertig, los. Oh.
da habe ich leider gesehen, da hast du weggeschaut. Ja. Deswegen hast du gewonnen. Das heißt, du bekommst jetzt quasi 3 Minuten zur Verfügung gestellt. Super. Die wirst du vermutlich klug nutzen. Ja. Die Kamera wird dich zumindest nicht mit aufs Klo begleiten, aber du wirst natürlich festhalten, was du machst. Du kannst mich zweimal fragen, wie viel Zeit habe ich noch. Okay? Auf die Plätze, fertig, los. Mein Scherz, du hast verloren. Wie lange ist noch? Ja, 1 Minute 54. So, und jetzt gibt es natürlich auch Essen. Für dich vorbereitet schon. Traum. Ja. Zeit läuft natürlich. Ja, am besten ist, du nimmst das gleich. Nimm, das Zeit nimm, 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 nimm. Stopp's da rein. Ist das alles vegetarisch, oder? Ja, nee, das ist vegetarisch. Okay. Ja. Bist du Vegetarier, oder? Nein, aber... Das schaut eigentlich ziemlich lecker aus, muss ich sagen. Magst du nichts trinken? Mhm. Wie lange ist noch? 30 Sekunden. Oh, perfekt. Gut. Die nächste Challenge kommt bald. So, liebe Freunde, wenn die liebe Ara und ich kommen, dann wird es Zeit für Challenge 3. Richtig. Okay, Challenge 3. Die ersten 2 Challenges, die waren ja noch relativ easy. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Wir haben gestartet mit Modelle aufzählen im Rolex-Bereich. Wir starten diesmal mit einzelnen Modelle aufzählen im MEM-Bereich. Wie gut seid ihr mit der Marke verbunden? Wer verfolgt das? Du? Ich hab's mir schon ein bisschen angeschaut, oder? Wenn du? Ich hab's mir auch ein bisschen angeschaut. Ich hab's mir auch ein bisschen angeschaut. Okay, gut. Wer mir mehr Pieces nennen kann, der hat gewonnen. Nacheinander wieder die Aufzählung. Du darfst beginnen. Den Zip-Hoodie. Ja, den hatte ich heute an. Genau. Ja. Okay. Ein schwarzes T-Shirt. Okay, es war ein schwarzes T-Shirt dabei. Was war da drauf? Der Erotiker-Schriftzug. Mhm. In welcher Farbe? In Rosa. Ja, okay, passt. Gut, gut. Ja. Gerade noch gerettet. Die schwarze Lederhose. Ja, richtig. Eine schwarze Jeans. Das ist falsch. Es gab keine schwarze Jeans. Es gab diese Jeans hier. Die war blau in einer extrem guten Waschung. Somit hast du gewonnen und du bekommst 3 Minuten Pause. Okay. Möchtest du es jetzt konsumieren oder in einer Stunde? Kann ich mir das aussuchen? Ja. Ja, dann ein bisschen später. Oha, okay. Passt, perfekt. Dann herzliche Gratulation. Gratuliere natürlich auch dir. Gratulation natürlich. Somit gibt es die nächste Challenge in einer Stunde und du kannst die Pause einsetzen, wenn du möchtest. Aber wir sind unterwegs, das bedeutet, es wird Zeit für Challenge 4. Das hat gemeinsam super gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben wirklich unsere Gehirnzellen im gemeinsamen Rad angestrengt, um uns da wirklich eine spannende Aufgabe für euch zu überlegen. Die nächsten 2 Challenges werden keine Belohnungen mehr sein, sondern diesmal Bestrafungen. Richtig. Nachdem wir lange überlegt haben, sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen, dass die Aufgabe folgende sein wird. Schere, Stein, Papier. Okay. Wer verliert, kriegt eine Bestrafung und wer gewinnt, kriegt keine. Ihr könnt natürlich entscheiden, welche Hand ihr löst. Und man spielt sie gegeneinander. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, du hast gewonnen. Somit bekommst du die Bestrafung. Ja. Die Bestrafung ist, bis zur nächsten Challenge musst du deine Schuhe ausziehen. Okay, mit trotzdem noch... Ja. So. Du kannst... Ja. Das ist doch wohl scharf, jemand. Soll der mir helfen, oder wie? Ab jetzt eine Stunde die Schuhe aus. Oh, ich geh schon mal ein bisschen weiter. Und dann geht's weiter mit der nächsten Challenge. Wenigstens, dass die Bestrafung bei den Schuhen ist das eine Belohnung eigentlich. Du meinst, was du schierst denn, oder? So wollte ich es nicht sagen. Entschuldigung, also für meinen Kameramann kann ich nichts. Schau, der hat es schon verloren. Nein, nichts passiert. Challenge Nummer 5. Perfekt, super. Jetzt wird es natürlich spannend, denn das ist unsere, ja, die letzte Challenge, wo wir noch ein Schild dafür haben. Wir hätten uns nicht gedacht, dass es so lange geht. Challenge ist folgende. Wer länger von euch auf einem Bein stehen kann, gewinnt die Challenge. Das heißt, ihr könnt euch natürlich ein Bein aussuchen. Das andere Bein wird angewinkelt. Und wer es irgendwann nicht mehr schafft und aufgibt, hat verloren und der kriegt die Bestrafung. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Hast du die Bestrafung schon verraten?
wieder seit 9 Stunden. Ja. Nein. Wirklich? Das ist ganz schön lange. Also 6 Stunden 30 waren es beim Sneaker festhalten. Aber ja. Hallo. Ja. Na. 10 Minuten sind vorbei. Schaut schon relativ ungemütlich aus. Also die Flamingo-Haltung haben wir bereits eingenommen. Was würde jetzt... Oh, du zitterst sogar schon. Wir können da ein kleines, leichtes Zittern vernehmen. Ich würde sagen, zittern nicht. Es ist anscheinend schon recht ungemütlich. Auf jeden Fall. Ne? Warst du schon weh? Also das Knie spüre ich eigentlich extrem. Okay, also halt jetzt noch ein bisschen durch. Natürlich. Ihr wisst ja noch nicht, was die Bestrafung ist. Die kann heavy sein. Die kann... Ja, es ist... Ja. Ja. Halb. Wie geht's uns? Schlecht. Genauso. Beiden geht's schlecht. Was aber gut ist, ist unsere Kooperation mit SocialSwap. An der Stelle vielen Dank an SocialSwap. Hier könnt ihr eure Cryptocurrencies lagern. Wie findest du das? Super Sache. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr mit euren Kryptosachen macht, socialswap.io. Weitermachen. Ja, Krypto ist ein extrem schwieriges Thema. Also aufpassen, gut informieren. So, was ich jetzt noch sagen wollte, SocialSwap ist eine dezentrale Exchange. Auf der Tron-Blockchain? Auf der was? Auf der Tron-Block, auf der Tron-Blockchain, wo du deine Kryptosachen staken und dadurch aber auch vermehren kannst. Vermehren ist gut, wollen wir. Vermehren, 110%. Also ich bleib jetzt stehen. Ja, bleib auch noch ein bisschen. Das Rampenlicht ist meins. Schau, ich kann draufgreifen und? Nachdem vielleicht einige annehmen könnten, dass ich deswegen nicht mehr vor der Kamera stehe, weil ich ein paar Bier zu viel hatte, gell? Liebe Grüße an Justin. Nein, dem ist nicht so. Ich bin weiterhin hinter dem Monitor und übernehme deinen Job. Ja, wir haben getauscht. Anscheinend performst du jetzt sehr gerne. Maschala. Das wollte ich noch kurz sagen. Das ist übrigens unser Sanitäter. Hey, ich bin Sebastian, ich bin Sanitäter. So, wir stehen jetzt seit einer Stunde und zehn... Ich weiß nicht mehr. 10 Minuten hier. Das ist ihr Bruder. Du denkst, dass sie gewinnen wird. Ja. Warum denkst du das? Weil sie es bisher geschafft hat. Aber er hat es auch bis jetzt geschafft. Was unterscheidet sie jetzt davon von ihm? Er ist die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten. Das ist ein Indiz dafür, dass er... Schwach wird. Schwach wird. Da, Freunde, ich als Sanitäter bin heute angekommen, denn das, was hier passiert, ist nicht korrekt. Es war Bleich. Bleich, Wasser, Wasser. Wie ihr das mit einer Hand aufmacht. Aber ich lasse mal stehen. Ihr macht es bitte auch. Regie? Die schaffen das schon. Das schafft sie auch. Das schafft sie. Ihr könnt euch ja gegenseitig helfen, wenn ihr nett seid. Ja, das ist vielleicht eh fast mehr eine Strafe, wenn wir das jetzt noch länger machen, als dass wir... Die Strafe einfach beide machen. Tun die beiden Infos runter. Ja. Drei, zwei, eins, null. Okay. Oh mein Gott, Leute! So! Habt ihr beide verloren? Also die Bestrafung lautet, und wenn ihr das vorher gewusst hättet, hättet ihr vermutlich schon früher den Fuß runtergegeben, ihr dürft nur eine Hand auf der Box halten. Aber man muss jetzt für eine entscheiden. Ja, genau. Genau. Du kannst nicht switchen, sondern eine Hand bleibt auf der Box. In 3, 2, 1. Okay. Es wird Zeit für Challenge Nummer 6. Richtig. Folgende Aufgabe, liebe Leute. Wer länger das Glas auf seinem Kopf balancieren kann, der bekommt eine Belohnung. Jetzt gibt es wieder Belohnungen für die nächsten 2 Runden. Nur damit ihr seht, dass das Ganze funktionieren kann. Das war lang war es jetzt nicht, aber... Wer möchte beginnen? Ich kann beginnen, ja. Okay. Du sagst los, wenn du sagst, du bist ready. Los. 2 Sekunden und 3. Das war die Zeit. Los. Okay, das war unter einer Sekunde. Damit hast du Scherben produziert und du gewonnen. Dein Preis sind wieder mal 3 Minuten Zeit, die du frei wählen kannst. Das heißt, wir sind wieder gleich auf. Wir haben jetzt die unfassbare Marke von 12 Stunden geknackt. Wir stehen immer noch da. Die Bewerber sind härter als gedacht. Also mal schauen, wie lange das noch geht. Freunde, hallo. Der Max schläft.
Aber der Joachim ist noch stark dabei. Er nimmt jetzt seine 3 Minuten Pause. Er darf dabei noch wen anrufen, hast du gesagt. Du darfst wieder 2-mal fragen, wie viel Zeit du noch hast, okay? So, Timer 3 Minuten. Ab jetzt. Er macht das klug. Der geht natürlich jetzt aufs Klo und telefoniert. Wie lange ist noch? 1:30. Das ist das letzte Mal. Gibt's nur das? Ja. Das ist 8.40 Uhr. Essen ist von 22 Uhr. 21 Uhr. Mahlzeit. Passt. In der Zeit. In der Zeit. Bis später. Vorsicht! Nicht geklappt. So, Freunde, es ist soweit. Vanessa geht aufs Klo mit Tasche. Oh. Auch diesmal darf sie 2-mal fragen. Stimmt, das ist ihre erste Pause nach 18 Stunden. Ach, ich kann gar nicht mehr erzählen. Es wird hier eingeblendet, wie lange wir schon stehen. Krank. 2:30 noch. Wie viel Zeit haben wir noch? 1:40. Essen gibt's auch. Alles gut. Alles gut. So, sie ist wieder zurück. Sie hätte noch 1 Minute Zeit gehabt. Es ist 10.43 Uhr, wir wollen heim. So, ich wurde aus meinem Dornröschenschlaf geweckt, weil ich gehört habe, dass unser lieber Joachim aufgeben möchte. Boah, ich bin fertig. Sehr war's, ja schon. Alles gut? Ja. Was los? Ja, jetzt sind wir da knapp 20 Stunden hier. Das hat sich einfach seitlich gegangen mit nichts verändert. Ja, wie du sagst, nichts verändert, aber ich bin wirklich extrem müde. Meine Beine sind urschwer und sie zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Ich dachte immer wieder, jetzt greift sie sicher weg, aber war nicht der Fall. Und jetzt ist auch keine gewinnbare Klopause mehr in Aussicht, deswegen, ja. Uff. Das heißt, also überlasse ich sie. Ja. Und du gibst jetzt einfach die Hand weg und überlasse sie. Oh mein Gott. Richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nicht schaffe, oder? Wahnsinn. Diese 10.000 Euro, Alex, das ist einfach deine. Herzliche Gratulation. Du hast es geschafft. Nach 20 Stunden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Tut mir sehr, sehr leid. Aber es gibt immer noch den Mut zum Muthut. Mut zum Muthut. So, ich bin raufgestanden. Da ist immer noch ein Preis für dich. Ja? So. Vielleicht ist da noch was Cooles für dich parat. Bitte schön. Ein Instagram-Shoutout von Kameramann. Er ist privat, das macht bei ihm. Das ist natürlich unfraglich. Herzliche Gratulation. Danke. Ich glaube, da ist mir nicht mehr viel zu sagen. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr den Sieg vergönnt. Ich vergönne sie auf alle Fälle. Du hast recht behalten. Dein Tipp war, dass sie es gewinnen wird. Sie hat tatsächlich das Race gemacht, hat am längsten die Hand draufgehalten und dadurch völlig verdient, nimmt sie die 10.000 Euro Rolex mit nach Hause. Crazy. Wie geht's dir jetzt? Hast du noch irgendwelche? So müde. Komplett alles. Sehr, sehr nice. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Großes Dankeschön an Social Swap. Großes Dankeschön an jeden, der bis jetzt eingeschaltet hat. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr recht hattet mit eurem Tipp. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Sagt mir, ob wir so ein Format nochmal drehen sollen. Ihr sagt nein. Ich hätte schon Bock drauf. Ich bin ganz gut ausgeschlafen, muss ich sagen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Frohe Weihnachten. Das war's von mir. Das war's von euren letzten 2 Finalisten. Euer Maximilian.